Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr ein Video gemacht zu Produkten, die ich aufbrauchen möchte. Und ich dachte, ich mache jetzt mal einen kurzen Zwischenstand, was ich tatsächlich bis jetzt vielleicht aufgebraucht habe oder wo ich mit den Sachen stehe, ob ich irgendwie vorankomme. Und sehe das einfach nochmal so als Motivation für mich selbst, noch ein bisschen mal die letzten Monate noch ein bisschen Gas zu geben und den Rest aufzubrauchen. Das erste Produkt, was ich euch jetzt wieder zeigen möchte, ist von Venus. Das Facial Tonic, also das Gesichtswasser. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, habe ich jetzt festgestellt. Aber irgendwie, ich denke nicht dran, es jeden Tag zu benutzen. Es ist jetzt noch so viel drin, also ich würde sagen halb voll. Ich denke, das werde ich in dem letzten halben Jahr jetzt noch schaffen. Zumindest hoffe ich das, damit es dann endlich wegkommt. Als nächstes habe ich das Trockenshampoo von L'Oreal. Da war ja eh nicht mehr so viel drin. Deswegen war ich da auch sehr zuversichtlich, dass ich es leer bekomme. Ja, ich war damals schon nicht begeistert. Ich bin es jetzt immer noch nicht. Ich fand es nicht gut, ich habe es mir nicht nachgekauft. Es hat ein ganz komisches Gefühl in den Haaren hinterlassen und irgendwie nach ein paar Stunden sahen die Haare wieder total fettig aus. Also es hat nicht wirklich was gebracht. Von dem bin ich eher enttäuscht. Aber es ist leer und kann damit in den Müll. Dann habe ich noch ein Produkt aufgebraucht. Ich bin sehr stolz auf mich. Und zwar diese reinigende Maske von Claire Fischer. Ich finde sie richtig gut. Sie riecht total gut. Die Haut ist danach super weich. Ich habe es gerne benutzt. Und das letzte Mal, als ich sie benutzt habe, als ich es dann quasi leer gemacht habe, war ich auch so ein bisschen traurig, dass sie leer ist, weil ich das ein richtig gutes Produkt finde. Ja, ich kann sie nur empfehlen. Ich finde sie super. Ich denke, die werde ich mir wiederholen. Jetzt kommt ein Produkt. Das ist ein bisschen ja, peinlich, weil da hat sich nämlich gar nichts getan. Die ist noch genauso voll wie vor einem halben Jahr. Von Lavera, dieses Körperfluid, Pink Energy mit Pink Grapefruit und Pink Pepper. Ich habe andere Cremes benutzt, beziehungsweise hatte ich von Nivea eine In-Douche Body Lotion und fand die ziemlich gut und habe die stattdessen sehr oft benutzt. Und bei der hat sich einfach gar nichts getan. Da muss ich jetzt Gas geben fürs letzte halbe Jahr, damit da noch ein bisschen was rauskommt oder sie leer wird. Werden wir sehen. Auch noch einiges drin, aber ich habe es tatsächlich benutzt, ist von Casting das Sunkissed Gelee. War mein Lebensretter und zwar habe ich mir die Haare gefärbt und war mit dem Farbergebnis überhaupt nicht zufrieden. Es war viel zu dunkel vom Blondton her. Dann habe ich das hier einfach genommen, auf die ganzen Haare verteilt, eine relativ große Portion und dann das Ganze angeföhnt. Und die Haare waren danach tatsächlich heller und auch schön heller, also es hat die Farbe schön rausgezogen, war ich richtig begeistert. Ist jetzt immer so, wenn ein Blondfärben schief geht, mein Notfallprodukt, also wenn es zu dunkel wird, dann helfe ich damit einfach nach. Auch super für den Ansatz, um den so ein bisschen anzuhellen, finde ich das auch sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. Bin sehr froh, dass ich das jetzt ausprobiert habe. Mal gucken, ob ich es noch leer bekomme dieses Jahr. Ansonsten fände ich es auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen länger hält, weil das ist wirklich ein sehr gutes Produkt. Noch nicht ganz leer, aber so gut wie leer ist dieses Wimpernserum. Habe ich sehr gerne benutzt, eine Zeit lang. Immer abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir das auf die Wimpern quasi drauf gepinselt. Und es hat in der Zeit, wo ich es benutzt habe, auch wirklich funktioniert. Also meine Wimpern sind tatsächlich deutlich länger geworden. Man hat richtig einen Unterschied gemerkt. Ich wurde auch häufig darauf angesprochen, was mit meinen Wimpern ist. Die sind so lang, ob ich da irgendwie falsche Wimpern trage oder sowas. Also es ist wirklich vielen aufgefallen. Jetzt ist nicht mehr so viel drin und ich habe irgendwie das Produkt wieder aus den Augen verloren und nicht mehr so regelmäßig benutzt. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall noch aufbrauchen, weil ich es wirklich gut fand, weil es funktioniert hat, weil es lange Wimpern gemacht hat. Fand ich gut und werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch aufbrauchen. So, als nächstes habe ich ein Haaröl und ich würde sagen, das ist auch noch ungefähr halb voll. Ich finde es gut, nur mit kurzen Haaren muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil die sonst sehr schnell alle sehr fettig wirken. Also ich kann das wirklich nur in den Spitzen auftragen und muss da sehr, sehr wenig benutzen. Ansonsten ist es ganz furchtbar mit den Haaren einfach. Also es pflegt die Spitzen sehr gut, das auf jeden Fall. Und wenn ich noch meine langen Haare hätte, wäre das wahrscheinlich auch schon leer, weil ich da einfach das mehr verteilen würde, mehr davon brauchen würde. Durch die kurzen Haare brauche ich da aber super wenig und es hält auch richtig lange dadurch. Ja, von daher, es ist noch halb voll. Ich bezweifle irgendwie, dass ich das irgendwann noch leer bekomme, weil es wirklich ergiebig ist. Aber es riecht gut, es pflegt die Haare schön. Ich finde es richtig gut und mag es sehr, sehr gerne. Also kann ich auch nur empfehlen. So, und dann hatte ich ja noch drei Kosmetikprodukte auf dem Plan, die ich leer machen wollte.
Das eine waren Lippenprodukte, die ich leer machen wollte. Man sieht hier, ich glaube, ich habe ihn einmal angespitzt. Von daher habe ich den nicht wirklich oft benutzt. Ich finde, auf meinen Lippen sieht Nude nicht so gut aus. Ich finde, mir steht es nicht besonders gut. Von daher benutze ich den hier auch nicht wirklich oft. Meistens nur in Kombination mit einer anderen Farbe, die mir vielleicht ein bisschen zu kräftig ist. Um die ein bisschen abzuschwächen, mache ich den dann noch drüber. Mache ich aber auch nicht wirklich oft. Von daher ist der noch ziemlich voll, noch ziemlich ganz. Und das andere Produkt war ja von Trend It Up, der Ultra Matt Lipstick. Und auch hier muss ich sagen, ich habe ihn benutzt, aber nicht so oft, wie ich eigentlich wollte. Ich dachte, das wird meine Farbe, die ich jeden Tag auftragen werde. Wurde es aber leider nicht. Ich habe ihn heute drauf, extra für das Video drauf gemacht, damit ich ihn mal wieder benutze. Ich finde die Farbe schön. Ich finde auch dieses Matte sehr schön bei dem Lippenstift. Aber manchmal denke ich mir auch einfach, wenn du da hingehst und dann trinkst du was, dann ist der Lippenstift weg, dann musst du wieder neu nachziehen. Das ist mir manchmal zu aufwendig. Ich bin ein faules Mädchen. Von daher, ich glaube, die werde ich am Ende des Jahres auch noch haben. Naja, nicht so schlimm. Und das letzte Produkt, was ich habe, ist ein Essie-Nagellack. Ich habe den tatsächlich sehr häufig benutzt, aber irgendwie wird es nicht weniger. Also ich glaube, ich bin so hier. Vielleicht ist ein Viertel raus. Ich habe teilweise wochenlang nur diese Farbe auf den Nägeln gehabt und immer wieder nachlackiert. Es wird nicht weniger. Also den werde ich auf gar keinen Fall bis zum Ende des Jahres leer bekommen. Warum habe ich den auf die Liste gepackt? Nagellack bekommt man nie leer. Deswegen habe ich den auf die Liste gepackt, weil ich noch nie einen Nagellack leer bekommen habe. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, da ist vielleicht ein Fünftel draußen. Er hält sehr lange. Ich finde die Farbe schön, er gefällt mir gut, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Aber ich möchte ihn aufbrauchen. Was ist denn das eigentlich für eine Farbe? Shearling Darling. Ich möchte Shearling Darling dieses Jahr noch aufbrauchen. Vielleicht trocknet er mir auch ein. Dann wäre er ja auch leer, quasi. Ne? Also, das war mein Zwischenstand. Ihr seht, ich habe, glaube ich, 2 Produkte leer bekommen und ein paar Produkte, wo ich sage, die sind so gut wie leer. Also die werden dieses Jahr wahrscheinlich noch aufgebraucht. Aber vieles ist jetzt auch dabei, das realisiert man einfach, wie ergiebig manche Produkte sind. Also Lippenstift finde ich mega ergiebig. Oder auch das Haaröl. Das ist echt erstaunlich, wie lange sowas halten kann. Ich sehe das jetzt als Motivation, nochmal Gas zu geben, nochmal mehr aufzubrauchen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis dann. Tschüssi.